Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Das Bild hier ist ein bisschen leergeräumt, denn es geht jetzt erstmal um diesen Steckling hier, den Karpok-Steckling. Ich habe es geschafft, ich habe ihn jetzt tatsächlich gerade gemessen. Wir haben 125 Mikrosiemens, pH-Wert 5,2. Ja, doch wenig, also wir sehen auch, er hat dann jetzt tatsächlich mal etwas verbraucht. Klartext, wir werden ihn jetzt wieder aufdüngen und zwar mit Leitungswasser aufgedüngt auf 730 Mikrosiemens. pH-Wert liegt jetzt bei 8. Ja, und somit können wir dann verfolgen, wie er sich dann jetzt weiterentwickelt und vor allen Dingen, was er dann jetzt verbraucht. Also bisher hat er immer sehr wenig verbraucht an Nährstoffen und von daher werden wir das Ganze dann dementsprechend jetzt gemeinsam verfolgen. So, muss ich aufpassen, wenn ich nicht zu viel reingieße. Zack, bumm, so. Ja, sauber gemacht habe ich das Glas nicht, sondern einfach das Wasser rausgekippt und das, dementsprechend jetzt wieder aufgefüllt. Und mal sehen, wie er sich hier weiterentwickelt. Wir können ihn ja jeden Tag sehen, von daher nicht wahr. So, heute gibt es Pflanzenklimbim. So einige Updates von allen möglichen. Habe ich jetzt ein paar Tage gar nicht mehr gemacht, glaube ich. Und von daher machen wir das heute gemeinsam. Mal gucken, was es so zu sehen gibt. Denn das weiß ich jetzt selber gerade noch nicht. So, würde sagen, schauen wir mal, was jetzt kommt. Jetzt sind wir hier beim Zwergkrug. Uns ist hier ein Missgeschick passiert damals. Das Ganze ist umgekippt und dann ist die Flüssigkeit herausgelaufen, also die Verdauungsflüssigkeit aus den Krügen. Und seitdem bildet sich hier dieser Schimmel, immer so punktweise komischerweise. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Ich sprühe den dann ein und in der Regel ist es dann so, dass das dann erstmal wieder okay ist für 2-3 Tage. Aber es kommt immer wieder. Ja, nur auf jeden Fall kann man sich so schon mal behelfen, damit sich das Ganze nicht zu stark ausbreitet. Ja, und interessanterweise ist jetzt so, dass also tatsächlich die Flüssigkeit hier in den Krügen sich scheinbar nur ganz, ganz langsam nachbildet. Also ich kann das jetzt leider, sorry fürs Knacken, das war jetzt die Einstellung hier von der Kamera. Ja, es ist so, dass das also tatsächlich so gegeben ist, dass es also scheinbar ja sehr langsam geht mit der Neubildung von dieser Verdauungsflüssigkeit. Ich werde gleich nochmal nachschauen, aber nichtsdestotrotz, die Pflanze entwickelt sich weiter. Sie entwickelt ja jetzt Blätter mittlerweile, was sie lange Zeit nicht gemacht hat und dann halt jetzt zu dieser Jahreszeit dementsprechend dann macht. Ob das normal ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Wir haben sie jetzt erst seit, ja, im Prinzip erst seit letztem Jahr in dem Sinne zur Pflege hier, um zu gucken, wie sie wächst und sich entwickelt. Aber nun ja, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit, dass das Ganze dann jetzt passiert mit der Blattentwicklung. Vorher waren ja nur Krüge dran. Nun ja, mal sehen, wie das hier mit dieser Bildung von dem Schimmel weitergeht oder auch nicht, wann das Ganze sich einstellt. Tja, nun ja, der Pflanze schadet es bis jetzt auf jeden Fall nicht. Man kann das schlecht sehen, auch mit Hinterleuchten nicht. Und deswegen habe ich jetzt einen Krug einfach mal abgemacht und das, die Flüssigkeit hier rausgekippt. Also man sieht tatsächlich, die Verdauungsflüssigkeit hat sich wieder gebildet. Das ist etwa ein Drittel, ja ein Viertel, ein Drittel der Gesamtgröße von einer Kanne. Also hat sich das wieder, ja, regeneriert. Brachychiton, der Glücksbaum oder auch Flaschenbaum. Ja. Zur Aussaat einen Tag ins Wasser legen, dann anrauen, einpflanzen und dann keimt er relativ schnell. Wir haben es hier dokumentiert, 8.1. ins Wasser, 9.1. angeraut und eingepflanzt und am 17.1. ist er gekeimt. Der große. Der kleine, der hier drin ist, der war nicht gekeimt, den hatten wir später nochmal aus der Erde herausgeholt, haben ihn dann angeraut und wieder eingepflanzt und der ist dann tatsächlich auch gewachsen. Brachychiton, ja, eine wunderschöne Pflanze und wir können gemeinsam die Entwicklung verfolgen. Kommen wir jetzt zu den unbekannten Pflanzen. Das sind die Pflanzen von der Anna, die ich hier ausgesät habe. Man kann jetzt schon die ersten Blättchen erkennen. Interessanterweise scheinen sie behaart zu sein. Vielleicht ist das schon mal ein Anhaltspunkt, dass wir vielleicht erfahren können, was das für eine Pflanze ist. Ich weiß es nicht. Nun ja, wir müssen weiter beobachten, wie sie sich entwickeln. Auch hier war die Aussaat am 21.01. Dann am 27.01. ist sie dann gekeimt, beziehungsweise sind sie gekeimt. Nun ja, bleibt abzuwarten, was das für Pflanzen sind. Tja, ist immer wieder überraschend, wenn man etwas bekommt und einem nicht gesagt wird, was das ist, obwohl die Anna weiß, was das ist. Also ich bin mal gespannt, wann wir herausbekommen, um welche Pflanzen es sich hier handelt. Oh Mann, ich darf mich hier nicht viel bewegen, denn ansonsten wackeln die Pflanzen hier rum, da wir Holzfußboden haben. So, jetzt sehen wir die Chilis von dem Victor. Hier können wir erkennen, das erste
Moment, ich kann das gerade schlecht sehen. Das ist das erste Blattpaar, das zweite Blattpaar und hier kommt jetzt das dritte Blattpaar schon heraus. Nach wie vor sehr schlanke Blätter, ein sehr kompakter Wuchs und ja, ich bin mal gespannt, wie diese Pflanzen sich entwickeln. Auf jeden Fall sind sie doch recht hübsch anzuschauen. Ja, Chili, mal eine ganz andere Wuchsform. Da bin ich echt mal gespannt, wie die aussehen, wenn die dann später etwas größer sind. Aber ja, das ist recht spannend zu verfolgen, was es alles so in der Pflanzenwelt tatsächlich an Erscheinungen dementsprechend gibt. Solche Sachen entstehen meist durch Mutation, zufällig in der Regel, manchmal auch vielleicht auch gezüchtet, aber es gibt auch zufällige Mutationen. Da muss man ab und zu mal die Augen offen halten, vielleicht entdeckt man dann mal eine ganz neue Pflanze. Auch das sind die Pflänzchen vom Victor. Man kann hier sehr schön sehen, dass die Samen also unterschiedlich gekeimt sind in dem Sinne, also ganz unterschiedliches Wachstum hergeben. In der Mitte haben wir hier den, den wir haben wollen und außen sind dann dementsprechend ja die normalen Chilis, wie sie halt wachsen, wie man das so kennt. Und ich werde auch die jetzt hier herausziehen, damit die Pflanze in der Mitte sich dementsprechend besser entwickeln kann. Ich habe jetzt dummerweise nicht drauf geschrieben, hier, wann die gekeimt sind. Da muss ich nachher nochmal nachgucken. Das muss ich hier drauf schreiben, damit wir das festhalten für die Zukunft. So, ja, dann kann das Pflänzchen sich hier dann jetzt in Ruhe, ohne unterdrückt zu werden, da sie ja schwächer wächst als die anderen, dementsprechend dann jetzt weiterentwickeln. Tja, das ist echt interessant, was das wohl mal gibt. Während die einen ganz langsam und verhalten wachsen, legen die anderen ein raketenmäßiges Wachstum hin. Die Erdmandel. Wir erinnern uns, wir haben sie gemeinsam eingepflanzt, diese Erdmandel, am 12.01. Am 24.01. haben wir schon Wachstum erkennen können. Da war das kleine Pflänzchen jetzt dann schon so 2 cm groß etwa unter der Erde. Und jetzt am 6.02., also im Prinzip 13 Tage später, sieht die Pflanze so aus. Das Ganze ist noch nicht mal komplett ein Monat her, seitdem wir sie eingepflanzt haben. Und sie ist mittlerweile schon so groß geworden. Jetzt hat sich herausgestellt, gut, das ist jetzt ein Versuch hier, nicht wahr? Wir wollten ja gucken, ob sie wächst, wie sie sich entwickelt. Und das können wir sehr schön beobachten. Denn wir können daraus natürlich etwas mitnehmen für den Frühling dementsprechend, wenn wir sie draußen in einen Topf pflanzen oder auch in die Erde, je nachdem. Aber im Topf ist das natürlich wesentlich interessanter und spannender. Ja, sie braucht einen großen Wurzelraum. Ich denke, man kann es erkennen, das ist also recht gut durchwurzelt, das Ganze hier. Ich versuche es mal eben umzudrehen, dass man das auch von unten sieht. Also man sieht sehr starkes Wurzelwachstum. Bei solch einer kleinen Knolle, die wir eingepflanzt haben, hat sich also so eine große Pflanze entwickelt und dementsprechend große Mengen an Wurzeln schon in so kurzer Zeit. Das heißt natürlich auch, dass im Laufe der Zeit, der Wachstumsperiode dieser Pflanze, sie viel mehr Platz braucht, als wir ihr jetzt hier geboten haben. Also sie bräuchte einen viel größeren Topf. Wie groß genau, weiß ich jetzt noch nicht, aber man kann das, denke ich mal, schon erahnen, dass der Topf also ja wenigstens diese Größe haben sollte und dementsprechend, ja, das, wie soll man sagen, damit die Pflanze sich darin halt richtig entwickeln kann. Denn umso kleiner der Topf ist, wir wissen, umso gedrungener wachsen Pflanzen natürlich, das wissen wir auch schon, haben wir auch schon gelernt und von daher braucht diese Pflanze scheinbar tatsächlich einen viel größeren Topf. Und meine Güte, diese Entwicklung ist jetzt so schnell vorangeschritten, das Ganze steht unter Zusatzbeleuchtung, ja, wir können auf jeden Fall mitnehmen für den Frühling, wenn wir die anderen auspflanzen draußen im Topf, dass sie auf jeden Fall Wärme braucht, also auf keinen Fall vor Mitte Mai, Ende Mai. Und dementsprechend dann kann sie sich draußen sicherlich auch gut entwickeln, wenn wir denn mal einen warmen Sommer bekommen. Hoffentlich, nicht so wie letztes Jahr, weiß Bescheid. Ja, es ist also ein spannendes Projekt hier mit dieser Erdmandel und ich bin mal gespannt, wann sich hier Knollen entwickeln. Vielleicht können wir das ja sogar beobachten hier, da der Topf ja durchsichtig ist. Das wäre natürlich auch sehr interessant zu sehen, wie sie unterirdisch wächst. Nun ja, auf jeden Fall ein spannendes Projekt, diese Erdmandel. Das ist dann so eine Sache, wo man, wenn man sich etwas pflanzt, auch mal schnell wächst. Nicht, nicht mal so lange warten muss, sondern, ach ja, wächst also langsam und ne, weiß Bescheid. So, das wächst dann mal ganz schnell, also auch was für Kinder in dem Fall. So, ich würde sagen, dann schauen wir mal ganz kurz diese Mango an hier. Da mache ich jetzt mal keine Nahaufnahme von. Ich hatte hier vor kurzem schon mal gezeigt. Sie ist tatsächlich wieder am Wachsen. Wer hätte das gedacht? Nun ja. So, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht, ich mache eine kleine Pause und dann schauen wir gleich mal. Unsere Champignonzucht explodiert. Ja, meine Güte, das entwickelt sich hier also wirklich rasant. Ich muss gleich mal gucken, der wievielte Tag heute ist. Das Ganze sieht doch bald schon erntereif aus. Also total genial. Ich hole es mal ein bisschen näher ran. Champignon im Haus. Es klappt tatsächlich. Ach, was ist das denn da? Da hockt doch einer glatt auf den anderen Pilzen oben drauf hier. Ja.
Sollte vielleicht nicht so gewesen sein, aber nun ja, er hatte sich das so jetzt ausgesucht. Also sie sind doch recht groß schon, wie man sehen kann. Ja, ich denke mal, sie sind tatsächlich jetzt schon erntereif. Ach, das ist so hübsch anzusehen. Okay, wir haben jetzt natürlich hier jetzt so Flächen, wo ganz viel wächst und halt auch Flächen, wo ganz wenig wächst, so wie hier beispielsweise. Da bin ich mir gerade nicht ganz schlüssig. Sollen wir das nochmal aufrauen oder einfach so lassen? Ja, bevor ich mir nicht ganz sicher bin, lasse ich es jetzt erstmal so, denn wir wollen ja lernen, was passiert hier in dieser Champignon-Anzucht in der Kiste. Auf jeden Fall, ja, ach, das ist so geil anzusehen. Mein Gott, ja. Wir können bald Champignons essen, die eigenen. Das ist natürlich total genial. Champignon-Anzucht im Haus funktioniert tatsächlich. Momentan stehen sie bei 14 Grad bei uns im Badezimmer. Ja, es ist draußen sehr kalt, es friert mächtig jetzt nachts auch und von daher ist es ein bisschen kühler geworden jetzt bei 14 Grad. Aber nun ja, ich denke mal, das ist auch noch ganz okay für die Pilze. Sechste, das sind 20, 26, 27, ja. 27 Tage ist das jetzt her, dass wir damals die Besiedlungsphase begonnen haben, also das ganze Projekt im Prinzip begonnen haben. Also nach 27 Tagen sieht das jetzt so aus. Ich denke mal, man könnte sie tatsächlich auch schon ernten. Aber ich warte noch ein bisschen ab, ich bin so ein bisschen neugierig. Nun ja, ich werde nicht immer gleich alles rausreißen, sondern mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt in dem Sinne. So, ich fasse mich kurz heute, denn Melody kommt gleich vom Kindergarten, Nicole fährt dann arbeiten, von daher habe ich gleich erstmal andere Sachen zu tun. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen und was ihr sonst noch so macht. Ja, im Reich der Pflanzen, ein spannendes Jahr ist hat begonnen in dem Sinne und es wird mit Sicherheit auch spannend weitergehen. Ja, so ab und zu Klimbim Updates, denke ich mal, ist ganz okay, damit man mal sieht, wie die Sachen sich so entwickeln. Nicht wahr? Nicht vergessen. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, Klartext jetzt erstmal schnell ranmachen hier.